Es gibt diese Momente im Leben, wo man genau merkt, oh, das war aber jetzt ganz wichtig. Und so ist es mir neulich gegangen, als ich herausgefunden habe, dass diese Kombination die Zahl 1823 hervorgebracht hat. Also diese einfache Kombination von drei Größen, die auf deren Bedeutung ich noch kommen werde, bringt hier eine Zahl hervor, die, wenn man weiß, worum es geht, einem die Augen öffnet und klar wird, man ist auf dem richtigen Weg. Auf dem Weg hin, wer weiß, hin zu einer Weltformel. Eine Formel, mit der man wirklich, ich würde sagen, fast alles berechnen kann. Denn diese ganz einfache mathematische Operation hier liefert auf nachgerade zauberhafte Weise das Verhältnis der Protonenmasse zur Elektronenmasse. Obschon da in den letzten Jahren immer mal wieder das Wort 18 oder die Zahl 1836 stand, hat doch in letzter Zeit die genaue Forschung ergeben, dass das Proton offenbar etwas leichter ist, als man bisher dachte. Und das hat mich eigentlich auf die Spur gebracht, dass bei der Formel, die ich da entdeckt habe, wo die Größen A, B, C und auch D in einer bestimmten Art und Weise zusammengehen mathematisch, dass da doch mehr drin steckt als nur Mathematik. Ich weiß, das klingt jetzt verrückt und ihr glaubt mir vielleicht nicht, aber ich kann es euch beweisen. Da gibt es zum Beispiel folgende Korrelation. Man glaubt es nicht, wie einfach, wenn man es gefunden hat, dann ist es einfach. Genial ist, das Einfache als Erster zu denken. Also ich weiß nicht, von wem das ist, aber könnte von mir sein, ist aber nicht, aber es ist doch gut. Also zum Beispiel hier, a hoch 4 durch, ich will nochmal nachgucken, dass ich keinen Fehler mache, b Quadrat. Jawohl, das ist, ihr glaubt es nicht, 137. So, jetzt seid ihr dran. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Die Größen sind so, dass 137, da fällt doch jedem sofort ein, Moment mal, 137, das ist doch, ja ist das nicht? Doch, es ist es. Das ist nämlich 1 durch Alpha. Das ist 1 durch die elektromagnetische Feinstrukturkonstante, die uns natürlich allen geläufig als E² durch H² C schon längst bekannt ist. Das ist die Konstante, die beschreibt die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung, die ja so wichtig ist für den Aufbau dieser Welt, für die Atome, für den Zusammenhalt dieser Welt, für all die Dinge, die um uns herum sind, für die Wechselwirkung von Strahlung mit Materie, für die elektromagnetische Strahlung und so weiter und so weiter. Unglaublich. Ja, nicht, gut, kann man natürlich sagen, Moment mal, Lesch, kannst du auch was zur Gravitation? Kann ich natürlich. Ich meine, auch da will ich nicht zu viel verraten, wenn ich sage, ich stimme zu, das ist hat ein bisschen länger gedauert, aber 1 durch a hoch 5 mal dritte Wurzel aus c über bd, also nicht bd, sondern bd, ist, und das muss man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ich will nochmal genau nachgucken, ja gut, 6,67 mal 10 hoch minus 8. So. Ich lasse euch mal einen Moment damit alleine, damit euch auch klar wird, was ich da eigentlich ausgerechnet habe. Also wisst ihr gar nicht? Das ist die Gravitationskonstante. Das ist eine dieser fundamentalen Naturkonstanten, die man braucht, um die Welt zu verstehen. Das reicht euch nicht? Okay, dann bitte, ich bin gerne bereit. Hier vielleicht noch ein, mache ich noch. Aber dann ist aber auch Schluss. Nämlich b hoch Pi. Jawohl, Pi, a Quadrat mal c hoch 1/3 mal, und jetzt kommt d hoch 5, wer hätte das gedacht, das ist, es ist nicht zu fassen, 2,999 mal 10 hoch 5. Und was das ist ja wohl hoffentlich hinreichend allen bekannt. Na? Ja genau, das ist die Lichtgeschwindigkeit in Kilometern. Und das habe ich alles tatsächlich gemessen, sehr präzise gemessen. Ja, mit der Hand. Wollt ihr mal sehen? So, komm mit.
So. Das ist die Quelle aller Weisheit, mein Fahrrad. Präzise, ein Damenfahrrad. Wenn man hier nämlich gewisse Messungen durchführt, dann wird es interessant. Vier entscheidende Parameter, die in diesem Fahrrad drinstecken. Einmal misst man den Pedalweg. Ja, also der Weg des Pedals ist ja ein Maß für die Dynamik. Dann haben wir den Weg des Vorderrads. Das ist ja der Weg in die Zukunft. Dann haben wir hier die Lampe. Das ist praktisch ein Symbol für Erleuchtung. Und dann natürlich hier die Klingel als ein Zeichen der Kommunikation mit dem Entgegenkommenden. Und wenn man diese vier Durchmesserlängen nimmt und in der entsprechenden Weise miteinander kombiniert, dann kommt man zu all diesen grandiosen Ergebnissen. Und zwar denjenigen, die ich euch schon gezeigt habe, und auch denjenigen, die ich euch noch nicht verraten habe, die aber demnächst wahrscheinlich in irgendeinem grandiosen Journal in der Wissenschaft erscheinen werden. Und wenn ihr mich nicht findet, dann bin ich wahrscheinlich in Stockholm. Also angefangen hat ja alles damit, dass man in der Cheops-Pyramide Entdeckungen gemacht hat, die man für völlig unmöglich hielt. Dass die Ägypter zum Beispiel schon ziemlich genau gewusst haben, mit welcher Periode die Rotationsachse der Erde sich verändert. Und damit war klar, dass die Ägypter über ein unglaubliches astronomisches Wissen verfügen müssen. Man war sich gar nicht klar, wo haben die denn das eigentlich herbekommen? Bis man angefangen hat, die entsprechenden Größen zu definieren. Zum Beispiel, ich habe mir das aufgeschrieben, den Pyramidenyard. Also das Pyramidenyard ist genau ein 1/20-Millionstel des Erddurchmessers. Wenn man das nimmt, damit wird alles klar. Dann zeigt sich zum Beispiel, dass die Basisseitenlänge einer der Cheops-Pyramide sind, man glaubt es nicht, 365,25 Pyramidenyards. Ich meine, kann man so genau ein Jahr wissen? Konnten die das schon wissen, dass ein Jahr 365 Tage und ein Viertel ist? Oder konnten die schon so genau wissen, dass das Doppelte der Diagonale dieser Cheops-Pyramide in Pyramiden-Inches, Achtung, Pyramiden, ein Pyramiden-Inch, das ist ein 25. Pyramidenyard, das sind 25.826 Pyramiden-Inch. Und diese 25.826 Jahre, das ist die Präzisionsperiode der Erde. Ja, woher haben die denn das alles gewusst? Die genaue Ausrichtung nach Norden, diese genauen Kenntnisse, die kann man ja nur haben, wenn man den Planeten mal verlassen hat. Haben die Ägypter den Planeten verlassen? Natürlich nicht. Aber womöglich, so heißt es in einigen Dokumentationen und Schriften immer wieder, hatten sie ja Besuch von außen. Von Wesen, die unseren Planeten als Ganzes kannten, schon immer gekannt haben. Und so die große außerirdische Weisheit über den Ägypterinnen und Ägyptern vor über 4000 Jahren ausgegossen. Ich meine, wenn man sich das überlegt, was in diesem Fahrrad alles versteckt ist, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass die Erbauer oder die Erbauerinnen dieses Fahrrads übernatürliche Quellen haben müssen. Also außerirdische. Und das würde bedeuten, dass in diesem Fahrrad mehr steckt als nur irdische Wissenschaft. Ist denn da wirklich was dran? Steckt in Damenfahrrädern, Herrenfahrrädern oder den Pyramiden tatsächlich außerirdisches, um nicht zu sagen überirdisches Wissen? Ich verrate es euch gleich. Die Auflösung ist diese Formel hier. Das ist sozusagen die Weltformel für alle, die irgendwas erklären wollen. Vier Parameter, a hoch a mal b hoch b mal c hoch c mal d hoch d. Und diese kleinen Zahlen hier oben, die Exponenten, die müssen zwischen 5 und minus 5 sein oder die Zahl Pi oder ein Halb oder ein Drittel. Und der Erfinder dieser unglaublichen Zahlenmystik, der Astrophysiker Cornelius de Jager, der ist 100 Jahre alt geworden und der diese Idee mit diesem Fahrrad hatte, der hat ausgerechnet, dass über 83.000 Kombinationen damit möglich sind und wenn man ein bisschen genauer rechnet, vielleicht noch viele mehr, sodass sich viele, viele Naturkonstanten wirklich mit einer unglaublichen Genauigkeit aus relativ belanglosen, zusammenhanglosen Zahlen heraus destillieren lassen. Und auf was es da ankommt, ist immer nur, wie man es interpretiert. Ich meine, wenn man 1,4926 herauskriegt und dann sagt, ja, aber das ist doch genau die Zahl,
in Millionen Kilometern, in 100 Millionen Kilometern, die die Entfernung der Erde und Sonne darstellt. Oder 137. Moment mal, 137, das ist nicht nur die Zahl nach 136, sondern auch nicht die Zahl vor 138, sondern das ist doch Alpha. 1 durch Alpha, 1 durch die elektromagnetische Feinstrukturkonstante. Also ohne Vorwissen, ohne Interpretationsrahmen machen diese Zahlen alle überhaupt keinen Sinn. Und so ist es auch bei den Pyramiden. Natürlich haben die Ägypter diese Pyramiden selber gebaut. Aber im Nachhinein konnte man die tollsten Sachen daraus ableiten. Und man muss sich natürlich fragen, was ist denn das da für eine Wissenschaft, die da so entsteht, wenn man solche Koinzidenzen, Korrelationen und scheinbare Zusammenhänge zusammenhängt und dann auf einmal ein Weltbild entwickelt und Konsequenzen, Schlussfolgerungen daraus zieht, die haarsträubend sind. Das nennt man Pseudowissenschaft. Es gibt die Wissenschaft und es gibt die Pseudowissenschaft. Und zu den Pseudowissenschaften gehören alle diese merkwürdigen neuen Erscheinungen, die wir schon seit einigen Jahren immer wieder beobachten, wo irgendwelche Leute irgendwelche Zusammenhänge herstellen, buah, buah, im Hintergrund irgendwas vermutend und dabei zu teilweise, gut, das klingt bei mir ein bisschen komisch, haarsträubenden Konsequenzen kommen. Und Cornelius de Jager hat in seinem berühmten Artikel über Radosophie, also über die Religion des Fahrrads, es auch mal in der Liste aufgeschrieben. Er hat zum Beispiel gesagt, na, Wissenschaft ist natürlich immer logisch und rational. Die Beweisführung muss logisch und rational sein. Es müssen genaue Experimente vorliegen. Die Experimente müssen überprüft werden können. Die einfachste Annahme ist oft die beste, das berühmte Ockhamsche Rasiermesser. Und die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Übereinstimmung mit den Daten sollte verschwindend gering sein. Also, dass das nicht irgendwie entstehen kann, sondern das müssen dezidierte, ganz genaue Bedingungen sein, die sich genau nachverfolgen lassen. Die Pseudowissenschaft dagegen, schreibt Cornelius, akzeptiert Resultate, die von qualitativ nicht ausreichenden Beweisen gestützt werden. Also da werden so Resultate wie zum Beispiel diese Pyramiden-Inch oder Pyramiden-Yard-Geschichte, das ist doch eine völlig zufällig gewählte Einheit. Ein 20-Millionstel von was? Das hätte man ja sonst was nehmen können. Warum denn den Erddurchmesser? Verfälscht oder übergeht empirische Daten, die sich mit der favorisierten Annahme der Theorie irgendwie nicht in Übereinklang bringen sollen. Das heißt, alle Daten, die nicht passen, werden weggelassen. Und vor allen Dingen, Pseudowissenschaft verwechselt oft Korrelation mit Kausalität. Also zufällige Übereinstimmungen mit dem klaren Ursache-Wirkungszusammenhang. Und dann neigt eine Pseudowissenschaft oft dazu, sich einer Theorie hinzugeben, die noch gar nicht da ist, die aber dereinst das große Rätsel lösen wird. Am Ende muss ich sagen, Pseudowissenschaften sind ganz gut, um die eigenen wissenschaftlichen Argumente zu überprüfen. Man hole sich sozusagen seinen schärfsten Feind ins Haus und schärfe seine eigenen Argumente an dessen Erwiderungen. Und zum anderen muss man einfach sehen, wir sind mit wissenschaftlicher Erkenntnis und den Ableitungen aus wissenschaftlicher Erkenntnis unglaublich gut gefahren. Selbst in Krisenzeiten ist es am Ende die Wissenschaft, die uns hilft und nicht die Pseudowissenschaft, denn die destabilisiert nur. Also jeder von uns kann sich und jede kann sich selbst entscheiden, für was man sich entscheidet, nämlich für dieses merkwürdige Gewabere von irgendwelchen zufälligen kabbalistischen Zahlenmystiken oder aber für Vernunft, Rationalität und experimenteller Überprüfung, also für den kühlen und nüchternen Verstand. Okay, let's go. Viel Vergnügen, ich wünsche euch viel Vergnügen. Was jetzt kommt, ist alles nur Schwachsinn. Aber, oder wie es so schön heißt, BS, Bullshit. Und vor allen Dingen, Pseudowissenschaften bevorzugen Theorien, die der einst mal